herzliches Willkommen zum Taroskop mit Ella für die Woche 18. bis 24. Mai 2020. Und das sind die Karten, die wir verwenden. Das Druidcraft-Tarot von Philipp und Stephanie Cagon. Eine Orakelkarte für das Krafttier, das dich in dieser Woche begleitet, fürs jeweilige Sternzeichen, ist ja eine allgemeine Legung. Das Orakel der Krafttiere von Colette Baron-Reed. Für die Legung selber noch eine Orakelkarte von Colette Baron-Reed, Weisheitskarten der Seele, was so der Ratschlag auf dem Weg ist. Wir haben das After-Tarot für die Tageskarten und zur Klärung haben wir das Tarot Familia von Lisa Parker. So, und dann habe ich die Anregung bekommen, ich soll mich auf die Legung der letzten Woche beziehen. Das wollen wir mal ausprobieren. Ich werde im Nachhinein eine Befragung starten, wenn die Legung veröffentlicht ist, wie ihr das findet, ob ihr das gut findet oder was euch daran gefällt oder nicht gefällt. Einfach mal so eine Befragung machen. Die werdet ihr bekommen, wenn ihr Abonnent seid. Und dann könnt ihr euch daran beteiligen und selbstverständlich auch eure Kommentare abgeben. Wir probieren das einfach mal aus. Und dann schauen wir mal, wie diese Woche für euch verläuft. Ein herzliches Willkommen, lieber Steinbock, zur Taroskoplegung mit Ella für die Woche 18. bis 24. Mai 2020. Ja, und wir wollen mal auf die Vorwoche eingehen, wie das hoffentlich für dich gelaufen ist, wie das zusammenhängt. Wir haben bei der Allgemeinlegung natürlich nicht den Anspruch, dass das immer hundertprozentig für jeden passt, ganz klar. Aber wir wollen natürlich wissen, was vielleicht aus diesen Dingen aus der Vorwoche geworden ist. Und ihr sagt mir dann sicherlich im Nachhinein, wie euch das gefällt, ob ihr das weiter so machen möchtet oder lieber anders. Wir hatten in der Vorwoche beim Steinbock ja Entscheidungen treffen, sich nicht hetzen lassen, vielleicht Schwierigkeiten mit jemandem, der sich so ein bisschen auf deine Arbeit ausruht. Aber der Erfolg gibt dir recht. Das war so das, was aus dieser Sache herauskam, dass du mit dem Gehängten eben auch ja dir so ein bisschen darüber Gedanken gemacht hast, wie die Dinge zusammenhängen, einen Überblick gefunden hast und natürlich auch Leute, die mit dir am gleichen Strang ziehen, die mit dir zusammenarbeiten. So, wir schauen jetzt mal, wie das in dieser Woche weitergeht und wollen natürlich gucken, wir hatten letztes Mal von außen den Hierophanten und bei dir, wie gesagt, den Gehängten. Was haben wir jetzt in dieser Woche vom 18. bis 24. von außen? Da haben wir die Prinzessin der Schwerter. Schnelle Energie, da tut sich was, da bewegt sich was. Das kann natürlich in Sachen Firma, das kann auch in deinem Umfeld sein. Das ist schnelle Energie, es ist manchmal auch unbedachte Energie. Der Ritter der Schwerter denkt nicht lange nach, er handelt direkt, ohne großartig darüber nachzudenken. Das kann von Vorteil, es kann aber auch von Nachteil sein. Wir schauen mal, wie das aussieht für dich, wie das zu dir passt. Wir haben ja deine Energie für diese Woche. Dann haben wir deinen Wunsch, deine Hoffnung und Ängste, was gut ist für dich, was weniger gut ist und wie diese Woche für dich ausgeht. So, die Karten sind etwas größer. Wir checken natürlich wieder, ob das auch gut sichtbar ist. Ja, ein kleines Stückchen nach rechts noch. Dann haben wir es. Die sind etwas größer als die anderen Karten, deswegen schwierig. So, wir gehen natürlich im Einzelnen auch auf die Sachen von der Vorwoche ein. Wir wollen aber jetzt als erstes mal schauen. Wir hatten ja in der Vorwoche bei dir den Gehängten, dass du dir einen Überblick verschaffst über das, was so, ja, passiert, dass du gut überlegst mit den vier der Schwertern, dass du nicht voreilig handelst, du solltest dir Zeit lassen bei den Entscheidungen. Es war der Wunsch danach, jemandem auf Augenhöhe zu begegnen und auch ja, die Dinge in die Hand zu nehmen, selbst zu entscheiden und sich auch über ein paar Dinge klar zu werden. Es gab dabei auch bei dem Erfolg ein bisschen Enttäuschung, dass jemand sich auf deinen Lorbeeren vielleicht ausgeruht hat, das hatten wir auch. Und dass es darum ging, Weiterbildung zu betreiben, aus den Dingen zu lernen. Wir schauen mal, was in dieser Woche deine Energie ist, die du nach außen zeigst. Wie das zur Vorwoche war. Da haben wir Gerechtigkeit. Es geht dir um Fairness, um Ausgewogenheit. So, und da hast du dir wahrscheinlich in der letzten Woche schon einen Überblick verschafft, indem du nämlich die Dinge so ein bisschen aus der Vogelperspektive betrachtet hast mit dem Gehängten und vielleicht auch die Argumente, die Aspekte deiner Gegenüber, ja, zumindest in Erwägung gezogen hast. So, dann schauen wir jetzt mal, was die Wochentage haben. Wie gesagt, die Wochentage, wie immer, sind für dich auch austauschbar. Das heißt, wenn ich jetzt Montag, Dienstag, Mittwoch hier lege, kann das auch am Ende der Woche passieren. Freitag, Samstag und Sonntag.
So, es geht eigentlich nur darum, dass du dich wiederfindest und ich weiß jetzt nicht, inwieweit das mit der allgemeinen Legung und der Vorwoche, ob das für dich so alles klappt und ob das geklappt hat, ich hoffe natürlich. Und wir schauen uns das natürlich dann nochmal an, ganz explizit. Was haben wir denn, wie du dich selber siehst? So, da haben wir die Prinzessin der Kelche. Das ist liebevolles, nettes, charmantes Entgegenkommen. Das heißt, du bist von ja, Kommunikation und kommunikativer Empathie geprägt. Das heißt, dass du dich gut artikulieren kannst und auch charmant und nett rüberkommst. Zumindest siehst du dich so und dann wirst du auch entsprechend agieren. In der letzten Woche hatten wir ja die Transformation, die Veränderung. Da warst du vielleicht ein bisschen unsicher, ein bisschen gehandicapt oder noch nicht sicher, wie das in deinem Umfeld so verläuft oder wie die Dinge so sind. Jetzt sind wir schon wieder eine Woche weiter und schauen mal, wie das so aussieht. Wir hatten in der letzten Woche, da warst du auch mit deinen Wünschen, vielleicht auch zweigleisig fahrend, so ein bisschen beschäftigt. Was haben wir in dieser Woche? Wir haben auch wieder Gerechtigkeit. Das ist ja auch die Energie, die du sozusagen nach außen hin zeigst. Gerechtigkeit, das ist vage auch Energie. Also ich sag mal so den Ball flach halten, fair bleiben, nicht ungerecht werden oder auch nicht ungerecht behandelt werden. Das ist schon sehr wichtig. Da hatten wir ja letztes Mal auch den Herrscher und ein Feuerzeichen. Bei dieser, vielleicht waren es auch zwei Personen oder zwei Dinge, die du regeln wolltest. Und dein Wunsch ist in dieser Woche, dass das eben fair weitergeht. Hoffnung und Ängste haben wir die 10 der Stäbe. Da hatten wir ja in der letzten Woche so ein bisschen die Unzufriedenheit. Ja, du wolltest nicht, dass da Unzufriedenheit herrscht. Du wolltest über Dinge hinwegkommen, die Dinge gemäßigt angehen. Jetzt geht es darum, wirklich Ballast loszuwerden und sich nicht mit unnützen Dingen weiter zu belasten. Was ist gut für dich? Gut für dich ist wieder der Gehängte wie letzte Woche. Das heißt, alles eben aus verschiedenen Perspektiven betrachten, also nicht zu einseitig. Das Ganze sozusagen im Ganzen zu sehen und nicht auf die Befindlichkeiten der einzelnen Personen einzugehen. Da hatten wir ja in der letzten Woche Geduld. Vielleicht war das auch die Geduld, eben zu hinterfragen, wenn jetzt jemand zum Beispiel nicht so nett war oder so, zu sagen, naja, ich gucke erstmal, ob der oder die vielleicht nicht einen Grund hatte, ungehalten zu sein oder so. Da warst du aber ziemlich stark, du hast da den Neubeginn gemacht, gewagt, ja, und warst auch in deinem Element der Erde. Also wir haben auf jeden Fall, dass du weiter in dieser, ich sag mal, Position verharren solltest, was gut für dich ist, den Überblick nicht zu verlieren. Was ist nicht so gut in dieser Woche? Nicht so gut ist der König der Kelche. Der König der Kelche muss nicht deine Energie sein, das kann eine Energie sein, die von außen kommt. Da hatten wir letzte Woche den Page der Kelche oder Page des Wassers. Das heißt also, dass dir jemand Honig um den Bart schmieren wollte. Auch hier haben wir wieder, ich denke mal, jemanden in etwas gehobenerer Position, der oder die, das muss jetzt nicht ein Mann sein, das kann auch eine Frau sein, das ist unabhängig vom Geschlecht. Das sind ja die Energien. Der König der Kelche ist sehr gefasst, sehr charmant, sehr liebevoll und weiß die Leute um den Finger zu wickeln. Und das könnte halt jemand sein, der Einfluss hat. Ja, letztes Mal hatten wir jemanden, der dir vielleicht ein Angebot macht, der auf dich zutritt. Hier haben wir jetzt jemanden, der ein bisschen was zu sagen hat, der vielleicht, wie gesagt, ein Vorgesetzter ist oder so. Da solltest du dich natürlich nicht von der Art und Weise, wie der rüberkommt, das kann sehr präsent sein, sehr überzeugend. Behalte trotzdem den Überblick. Wir haben Gerechtigkeit einmal als deine Energie und wir haben Gerechtigkeit in deinem Wunsch. Und das kann natürlich bedeuten, dass jemand, der sehr überzeugend rüberkommt, eben nicht unbedingt fair ist. Der kann das gut verpacken, aber es ist nicht unbedingt fair. Und wir haben ja die Außenenergie Ritter der Schwerter. Das heißt, da könnte schnell etwas passieren, sich entwickeln, wie auch immer. Wir schauen mal, wie das Ganze in dieser Woche für dich ausgeht. Wir haben das Ass der Kelche. So, letztes Mal hatten wir den Erfolg, das heißt, du hast dich letztendlich mit den Situationen arrangiert, du hast die Dinge umgesetzt, umgestaltet, obwohl nicht alles so optimal lief oder jemand sich, wie gesagt, auf deinen Lorbeeren ausgeruht hat. Das Ass der Kelche könnte natürlich auf Beziehungsdinge hinweisen. Das Ass der Kelche ist die allumfassende Liebe.
bezieht sich natürlich nicht nur auf Beziehungen. Es geht um die Eigenliebe, es geht um die Dinge, die dir am Herzen liegen, also wo du vielleicht, sagen wir mal, du bist in deinem Job, gehst darin auf und es ist für dich keine Arbeit, sondern Vergnügen. Dann ist das etwas, was du von Herzen liebst. Das könnte natürlich damit zu tun haben. Es kann aber auch sein, dass das eben beziehungstechnisch ist. Vielleicht versucht jemand, dich auf der Beziehungsebene zu etwas zu überreden. Oder dass du dich zum Beispiel mit deinem Vorgesetzten zum Date triffst. Also da ist Vorsicht, weil das ist nicht so gut, ne? Das wäre jetzt so eine Möglichkeit. Wir sind ja bei der allgemeinen Legung und werden das nicht vertiefen, aber dass du weißt, worum es gehen könnte. So, mein lieber Steinbock, dann wollen wir jetzt natürlich auch schauen, was wir haben für dich in Bezug auf die Wochentage. Der Montag, da haben wir die 3 der Schwerter. Und das ist die Enttäuschung. Irgendetwas enttäuscht dich, irgendwas ist nicht so, wie es zu sein scheint. Das kann natürlich diese Person sein, die mit Scham um sich wirft oder so und tatsächlich nicht so, ja, wirklich das ist, was sie darstellen möchte eigentlich, ne? Und ich könnte mir vorstellen, dass das für dich ganz schön enttäuschend ist, dass das eben nur heiße Luft ist zum Beispiel. Beim letzten Mal hatten wir dich in deiner Energie als Königin der Münzen. Ja, hier bist du sehr charmant, aber ich denke, dass dir jemand auf die Zehen tritt und du das nicht unbedingt zeigst. Dass da jemand irgendetwas sagt oder tut, was dir nicht gefällt, was du aber erstmal beobachtest. Das ist vielleicht auch nicht unbedingt das Schlechteste. So, was haben wir am Dienstag? Da haben wir die Veränderung. Ja, das ist vielleicht in Bezug auf das Verhältnis zwischen dir und deinem Chef, aber du hast natürlich hier das Ass der Kelche. Das ist auch die Eigenliebe, wie du mit dir selber umgehst, dass du einen gewissen Stolz hast auch oder dass du sagst, ich rette mich, bevor ich mit jemandem untergehe zum Beispiel oder ich falle darauf nicht rein, ich bin mir mehr wert als der schöne Schein, der jetzt von irgendjemandem von außen kommt. Gerechtigkeit, wir haben die Veränderung. Wenn wir die Veränderung nach den 3 der Schwertern sehen, kann es natürlich bedeuten, dass Gerechtigkeit greift, wenn jemand zum Beispiel etwas sagt und damit vielleicht auch ins Fettnäpfchen tritt. Wäre eine Möglichkeit. Ist jetzt nun mal so. Wir hatten nämlich hier letzte Woche den Neubeginn. Das muss, wie gesagt, nicht der Dienstag gewesen sein. Das kann auch ein anderer Tag gewesen sein. Aber es ist halt ein Neubeginn und da gab es auch was zu feiern. Da gab es Klärungen. Jetzt haben wir die Veränderung. Gucken wir mal, was am Mittwoch drin ist. Da ist das Ass der Münzen. Das ist auch ein Neubeginn in Sicherheit und Stabilität. Und da hatten wir letzte Woche Verwirrung. Ja, und wenn du Ballast abwirfst, dass ja die Hoffnung ist, dass du vielleicht jemanden los wirst, der gegen dich arbeitet zum Beispiel oder jemand, der böse Sachen sagt, der lästert, Mobbing, was auch immer, dann ist das natürlich eine Veränderung und ein Neubeginn. Dann ist das mit den 3 der Schwertern vielleicht kränkend, aber es sorgt dafür, dass sich die Dinge in Bewegung halten. Am Donnerstag haben wir die 10 der Münzen. Das ist ja grandios. Da hatten wir letztes Mal die Lernphase mit den 3 der Stäbe, ne, hier mit den, und jetzt haben wir den Erfolg. Das ist nicht nur, ich sag mal, finanziell, es ist auch, ja, persönlich in Beziehungen, dass sich dein Standard verbessert, auch, ich sag mal, im Ansehen zum Beispiel, ja, könnte sein. Am Freitag haben wir die Königin der Stäbe, Feuerenergie. Da hatten wir letztes Mal die 2 der Kelche in der letzten Woche. Wie gesagt, das kann ja von den Tagen her variieren, das ist unterschiedlich bei jedem. Wir haben hier die Situation beobachten, natürlich beachten, wo du stehst, was du erreichen kannst, was du erreichen willst, wie der Stand der Dinge ist. Du hast das im Blick. Das kann natürlich jemand sein, der mit dir zusammenarbeitet oder es könnte jemand sein, der dein Vorgesetzter ist, eine eigene Agenda verfolgt. Wir schauen mal weiter. Samstag haben wir die Sonne. Also dir geht's richtig gut. Du bist so richtig im Aufwind. Und da hatten wir letztes Mal das Ass der Stäbe, das heißt ein leidenschaftlicher Neubeginn. Und das ist auch sicherlich der Grund, weshalb du dich relativ sicher fühlst, den Standard verbessert hast, einen Neubeginn wagen kannst und vielleicht die Kränkungen auch hinter dir lassen kannst. Was haben wir hier am Sonntag? Da haben wir den Teufel, das ist die Obsession. So, die Obsession ist nie gut. Der Teufel ist immer Übertreibung.
Ja, Übertreibung vielleicht, was zum Beispiel die Liebe zur Arbeit betrifft oder die Liebe zu dir selbst. Das kann auch dein Egoismus bedeuten, natürlich. Es kann auch bedeuten, dass du an etwas festhältst, obwohl es nicht gut für dich ist. Wir schauen uns das Ganze mal an. So, wir hatten letztes Mal hier im Beginn, wo wir die Transformation hatten, auch die Übertreibung und das Ass der Münzen, was wir jetzt hier haben. Prinzessin der Kelche ist eine freundliche, charmante Energie. Da haben wir die 4 der Schwerter und die 4 der Stäbe. Du überlegst, ja, vielleicht auch wegen des Homeoffice, je nachdem, wie deine Situation gerade ist, wie du die Dinge am besten regeln kannst. Vielleicht sind ja auch in einigen Dingen die Hände gebunden und du musst von zu Hause aus arbeiten. Du wünschst dir Gerechtigkeit und da haben wir Zurückhaltung. Und wir haben das Gericht, die Situation beurteilen. Und das tust du eben nicht vorschnell. Das machst du aufgrund der Dinge, die du dir anschaust. Der Dinge, die du feststellst. Ja. Wir hatten da vorher den König der Stäbe und den Herrscher. Da warst du mit 2 Dingen beschäftigt. Und du versuchst die Dinge jetzt, ja, ich sag mal, fair zu beurteilen. 10 der Stäbe. Und die 7 der Münzen. Du hast es nicht eilig, den Ballast abzuwerfen. Wir hatten vorher die 4 der Kelche, da war Unzufriedenheit, aber du siehst, dass sich was entwickelt, was tut. Und wir haben den Turm, also es fallen Dinge weg. Vielleicht geht es auch relativ schnell, weil wenn der Turm kommt, macht er ja Platz für Neues. Wir haben die 10 der Stäbe, wir haben die 7 der Münzen. Vielleicht musst du nicht mehr lange Geduld haben, weil wir haben auch von außen die Energie der Prinzessin der Schwerter. Der Gehängte, das ist gut für dich. Das ist eben auch wie letzte Woche, dass du eben mit Geduld an die Dinge herangehst. Jetzt geht es wieder darum, den Überblick zu behalten. Das ist ganz wichtig für dich. Und wir haben den Magier, Manifestation. Manifestation bedeutet eben auch, die Dinge umzusetzen, die Dinge in die Realität zu holen, die du dir vielleicht im Vorfeld überlegt hast, zu realisieren. Ja? Und wir haben die 8 der Stäbe, das eben auch mitzuteilen, deine Ideen zu teilen mit anderen, vielleicht einen Verbesserungsvorschlag zu machen, wie auch immer. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Wir hatten letztes Mal da auch den Neubeginn, ja. Und dann haben wir den König der Kelche, der nicht gut für dich ist. Da haben wir die 10 der Schwerter und den Teufel. Da haben wir den Teufel nochmal. Da ist jemand, der sich wirklich durchmogelt. Und das hatten wir ja letzte Legung auch ansatzweise, dass jemand so auf deine Kosten sich profiliert. Und jetzt haben wir das in ganz ausgeprägter Form nochmal. Übertreibung. Und diese Übertreibung kann natürlich dazu führen, dass derjenige sich vielleicht auch mit Worten irgendwo selbst, ja, dass derjenige sich selbst in Misskredit bringt. Wir haben das Ass der Kelche, wir haben die 4 der Kelche und wir haben die 7 der Kelche. Also, da bist du nicht mit zufrieden, da fühlst du dich nicht wohl, wenn jemand so übertrieben, ja, höflich, charmant und mehr so ein Schaumschläger ist, da kannst du gar nicht so viel mit anfangen. Ja, und jetzt bist du da so ein bisschen unzufrieden und verwirrt, dass jemand mit dieser Masche durchkommt. Schauen wir mal weiter. 3 der Schwerter, der Herrscher und der Ritter der Stäbe. Da fühlt sich jemand, ja, ich sag mal, in einer Position, in der er anderen wirklich auch zeigen kann, wo der Hammer hängt. Ganz ehrlich, das ist eine Person, die sich wohlfühlt, wenn sie anderen eins auswischen kann. Und das sehe ich auch hier. Ja, es tut mir leid, das zu sagen, aber da fühlt sich jemand ganz toll, ganz stark. Und jetzt haben wir den Tod. Das ist die 8 der Schwerter. Und die Hohepriesterin. Die Veränderung findet statt. Und zwar die 8 der Schwerter, das ist so dieses Gedankenkreisel, das löst sich langsam auf. Man blickt dahinter mit der Hohepriesterin. Hohepriesterin ist Empathie, ist Durchblick. Und da ist das Gericht. Das ist ja auch dein Wunsch. Du bist zurückhaltend, ne, um nicht zu vorschnell zu urteilen. Aber da kommen Erkenntnisse und ich denke nicht nur bei dir. Wir hatten letztes Mal auch den Neuanfang und wir haben jetzt auch das Ass der Münzen als nächstes, die 5 der Münzen
und den Eremiten. Da ist absoluter Rückzug. Da passiert momentan leider nicht so viel. Wir hatten letztes Mal das Ass der Münzen im Teufel, also in der Transformation mit dem Teufel. Da ist Stagnation. Momentan passiert dann leider nicht viel. Oder je nachdem, welche Situation. Bei manchen kann es natürlich sein, dass es gut ist, dass momentan nicht viel passiert. Aber wir haben hier den Teufel, wir haben da den Teufel. Und das macht natürlich unzufrieden, wenn du jemanden um dich hast, der so, ja, ich sag mal, unfair agiert. Wir haben aber auch die 10 der Münzen. Königin der Schwerter. Sich und anderen nichts vormachen. Da ist, ja, die Klarheit. Du kannst momentan wahrscheinlich nicht die Dinge ansprechen. Entweder sind dir die Hände gebunden aus irgendwelchen Gründen. Wir haben hier die Kommunikation deiner Ideen und auch deiner Dinge, die du mitteilen möchtest. Du solltest auch mit jemandem darüber sprechen, aber natürlich nicht in dem kleinen Kreis, wo das möglicherweise stattfindet. So, schauen wir mal weiter. Königin der Stäbe, 10 der Münzen und die 7 der Stäbe. Du musst darauf achten, dass du eben deine Dinge in trockenen Tüchern hast. Du bist akkurat als Steinbock, du weißt, was du hier erwarten kannst, was du da erwarten kannst, also mit dieser Person, die in höherer Position ist. Und ich denke, dass du dich wappnest. Ja? Du wirst wahrscheinlich mit der Zurückhaltung eben nicht sofort die Dinge ansprechen, aber bei der richtigen Gelegenheit. Hier haben wir die 9 der Schwerter und da haben wir die 3 der Schwerter. Das sind die Sorgen und Nöte, die ans Tageslicht kommen. Das wird aufgedeckt. Ja? Das dauert vielleicht ein bisschen, aber du bist so lange zurückhaltend und vorsichtig, bis sozusagen diese Person oder diese Dinge, die da passieren, sich von selbst erledigen. Ritter der Schwerter, das passiert ziemlich bald. Und da haben wir das Ass der Kelche. Also es dauert nicht mehr lange, bis diese Person oder diese Vorkommnisse ans Tageslicht kommen und dann ganz schnell, ich sag mal, dem ein Ende bereitet wird. Das ist eine unangenehme Situation. Ich denke, es hat was mit Vorgesetzten zu tun. Wir hatten ja auch Leute, die mit dir zusammenarbeiten. Du brauchst Gleichgesinnte an deiner Seite, die eben auch ja, vielleicht selber betroffen sind, ja, die mit dir zusammenarbeiten und die natürlich auch ja, gleiche Erlebnisse, ähnliche Erlebnisse haben wie du. Gerechtigkeit ist oberstes Gebot und du brauchst eigentlich nur darauf zu warten, dass diese Person sich selbst, ja, wegrationalisiert, hätte ich beinahe gesagt, aber dafür sorgt, dass die Dinge zum Vorschein kommen, weil sie eben sehr von sich überzeugt ist und die Dinge eben auch ja, zum Vorschein kommen. Aber dazu brauchst du natürlich viel Geduld. Du kennst die Dinge und vielleicht kannst du mit jemandem darüber sprechen. Wir schauen mal. Die Höhle des Drachen ist die Karte für diese Situation in dieser Woche, die Nummer 19. Wir schauen mal. Wir schauen auch gleich noch nach deinem Krafttier. So. Du bist stets beschützt unter göttlicher Führung. Du verfügst über ein bemerkenswertes inneres Warnsystem, das sich wissen lässt, wenn etwas aus dem Lot geraten ist. Du bist dabei, gefährliches Terrain zu betreten, also setze deine Schritte vorsichtig und achte darauf, was dich umgibt. Das tust du, sehe ich mit den 7 der Stäbe. Der Pfad, dem du jetzt folgst, stellt für dich eine harte Prüfung dar. Dennoch hat die Gefahr auch etwas Faszinierendes und Beflügelndes, wie das Wagnis, eine neue Beziehung einzugehen, obwohl man weiß, dass durch sie alles anders wird. Ein intensiv gelebtes Leben bewegt sich nicht nur in sicheren Bahnen. Du bist zu einer neuen Art von Erfahrung aufgerufen, die deinen Mut auf die Probe stellt. Die Wahl liegt bei dir, aber du wirst mehr davon haben, wenn du dich auf das Risiko einlässt, als der Herausforderung aus dem Weg zu gehen. Neue Landschaften warten darauf, von dir entdeckt zu werden. Also es geht darum, dran zu bleiben, nicht aufzugeben natürlich. Und ja, weiter auf die Gerechtigkeit zu pochen. Ich denke, dass sich da jemand selbst demontiert und dass du da eben, wie gesagt, eine gewisse Geduld brauchst. Aber du beobachtest das und du weißt genau, wie du ja, reagieren solltest und wie du das Ganze für dich zum Positiven wenden kannst. Wir haben für dich das Krafttier in dieser Woche.
Das Nashorn, überwinde jedes Hindernis. Das heißt, es ist sicherlich nicht ganz leicht, mit solchen Menschen umzugehen und diese Dinge so zu beobachten. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, sehr gut nachvollziehen. Aber es sind manchmal einem die Hände gebunden, da etwas gegen unternehmen zu können. Wir schauen mal, was das Nashorn für dich bedeutet in dieser Woche. Wir können uns immer dafür entscheiden, in die Offensive zu gehen, und die Energie des Nashorngeistes verleiht dir die Kraft, auch noch so massive Barrieren zu durchbrechen. Er weiß auch, dass sich mehr als ein Weg zu dem eröffnen lässt, wonach du suchst. Wenn der Nashorngeist erscheint, erinnert er dich daran, dass du über die wunderbare Fähigkeit verfügst, Hindernisse auf vielfältige Weise zu überwinden, indem du sie umgehst, sie mit der Kraft entschlossener Vorsätze niederreißt oder auch in Wolken verwandelst, die du davonziehen lässt, indem du nicht zulässt, dass sie dich aufhalten. Setze deinen Nashorngeist auf kreative Weise ein und kein Hindernis wird dir standhalten, denn du kannst auf vielerlei Weise Magisches bewirken. Du besitzt jetzt gewaltige Kraft. Der Geist des Nashorns will dir außerdem sagen, dass etwas weit Besseres auf dem Weg zu dir ist. Wenn dich heute ein Hindernis davon abzuhalten scheint, zu bekommen, wonach du dich sehnst. Behalte dies im Sinn, wenn du über das nachdenkst, was sich dir heute in den Weg stellt. Der große Allgeist liebt dich und will nur das Beste für dich. Also ich denke, dass es für jeden Einzelnen von euch da verschiedene Wege geht, mit dieser Situation umzugehen. Also verschiedene Wege gibt. Und manchmal ist es besser, ich sag mal, ja, nicht direkt drauf zuzustürmen. Ich denke, gerade im Beruflichen ist das so. Aber kleine Hinweise irgendwo abzugeben oder wenn man dich fragt, die Dinge mal so ja, auf die richtige Spur zu bringen. Das ist so mein Eindruck, den ich habe in dieser Woche. Du bist auf Erfolgskurs, aber es gibt halt Menschen in deiner Umgebung, die vielleicht am längeren Hebel sitzen, die mehr zu sagen haben, die dir so ein bisschen das Leben schwer machen können, die aber selber, ich sag mal, so hochmütig sind, dass sie sich selbst demontieren. Und darauf zu warten, kann manchmal schwierig sein, ist aber letztendlich eleganter, als denjenigen, ich sag mal, anzuschwärzen oder etwas zu unternehmen. Aber man kann die richtigen Hinweise natürlich, wenn ich das hier so sehe, mal anbringen, erwähnen, ja, und um da ein paar andere Leute drauf zu bringen. Wir haben auf jeden Fall hier, dass jemand sehr von sich eingenommen ist und denkt, er könnte alles und jeden um den Finger wickeln, sich alles erlauben. Durchaus. Und hier haben wir halt auch die Kränkung. Und das kommt aber ans Licht, ja, weil irgendwann übertreibt derjenige das auch mal und dann, ja, kann man hier den Ballast loslassen. Man braucht halt Geduld, bis das dann tatsächlich passiert. Und das kann bei dir momentan der Fall sein. Also lass dich bitte nicht unterkriegen, der Neuanfang ist da. Das ist momentan nur verzögert mit dem Eremiten und den 5 der Münzen. 7 der Stäbe ist auch wieder sich wappnen. Dazu natürlich auch die Veränderung herbeisehnen. Aber du spürst es schon. Mit der Hohepriesterin ist es auch so, dass dein Bauchgefühl dir sagt, das wird nicht lange gut gehen. Das wird sich auf jeden Fall ändern. Und hier mit dem Ass der Schwerter, da sehe ich das auch ziemlich schnell, dass da Dinge aufliegen, auch hier mit der Sonne. Also lass dich nicht unterkriegen. Du hast Gerechtigkeit auf deiner Seite. Und wenn ich die vorschnelle Prinzessin der Schwerter sehe, dann fliegt da jemand auf die Nase ohne dein Zutun. Ja, also dass du dich nicht dazu äußern musst oder dazu irgendwas Negatives verlauten lassen musst. Es kann natürlich sein in der einen oder anderen Situation, dass es nicht anders geht. Dann musst du das eben handhaben, ja? Oder jemanden ins Vertrauen ziehen, mit dem du darüber sprechen kannst. Das ist nicht ganz leicht, aber du bist ja eh sehr genau, sehr akribisch in dem, was du tust. Und da wirst du auch aufpassen, dass du da eben die Veränderung hier mit beflügelst, voranbringst. Ja, du bist ehrlich zu dir selbst und zu anderen. Du weißt, was du kannst. Du weißt, wo du stehst. Und deswegen glaube ich, dass du daran arbeiten kannst, die Dinge ins rechte Lot zu rücken. Ja, also mein lieber Steinbock, lass dich nicht unterkriegen. Lass dir nicht was anderes einreden.
Achte mehr darauf, was um dich herum passiert, wie die Dinge aufgenommen werden, auch von anderen. Das ist auch hier mit der Hohepriesterin. Das, was nicht gesagt wird, ist manchmal sehr viel aufschlussreicher, sondern Blicke, Gesten, ja. Und dann siehst du ja, inwieweit die Person sich vielleicht selbst schon, ja, ich sag mal, an den Rand gestellt hat. Ja. Ich bin gespannt. Es ist sehr umfangreich, es ist sehr vielschichtig. Das ist in verschiedenen Bereichen möglich. Aber ich denke, dass du bei dem, was du liebst, auch bleiben kannst und dass sich die Person eben selbst in Widersprüche zum Beispiel verstrickt und dann auf die Nase fällt. Aber das muss jetzt nicht aufgrund deiner Äußerungen sein oder dem, was du irgendjemandem zuflüsterst. Beobachte nur, wenn es nicht anders geht, dann nimm das natürlich auch in die Hand. Pardon. Also, wenn das hilfreich war, ich bin gespannt. Ich hoffe, dass die Dinge sich dann in der nächsten Woche für dich klären. Wir machen das dann, je nachdem, wie die Auswertung erfolgt ist, dann vielleicht nochmal rückbezüglich auf diese Legung. Und dann schauen wir uns dann in der folgenden Woche nochmal an, wie das dann aussieht. Ich wünsche dir viel Kraft, Durchhaltevermögen, Selbstvertrauen und natürlich auch Gerechtigkeit. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Lass mich wissen, wie es ausgegangen ist oder wie das für dich passt. Und dann freue ich mich. Und wenn es hilfreich war, gerne ein Däumchen hoch. Also, bis dahin. Tschüss.